Und damit ganz herzlich willkommen bei meinem Beitrag zu Super Mario Maker. Ich habe mir gedacht, ich tue einfach mein eigenes Spiel erstellen und mache dann quasi da so ein bisschen eine, wie ihr es bestimmt schon gesehen habt, New Super Mario Bros. U In-Class Edition, whatever, draus und zock das mit euch und ihr, ja, euch gefällt das hoffentlich. Das erste Level heißt auch gleich Welcome to Super Mario Maker. Ist halt jetzt so ein bisschen komisch, weil ich das selber erstellt habe. Ist komisch, so seinen eigenen Level zu zocken und das auch noch aufzunehmen, aber meine Güte. Einfach, um es euch mal so ein bisschen zu zeigen, ne? Hier gibt es Münzen. Wer aber mehr will, muss den Koopa-Panzer nehmen, um sich hier ein bisschen mehr zu holen. Also den Pilz halt. Mehr und so. Ihr wisst schon. Hier stand übrigens Hallo, bis ich es, oder Hello eher gesagt, bis ich es kaputt gemacht habe und ja. Das meiste übrigens, was auch so, was ich hier Namen vergebe, ist auf Englisch, weil ich habe meine Wii U eh auf Englisch gestellt und von daher, ne. Ja, ich spiele auch am liebsten im New Super Mario Bros. U-Stil. Das geht aber natürlich nicht immer. Vor allem, weil man in den verschiedenen Artstyles auch nicht nur verschiedene Power-Ups hat, wie die Feder. Oder hier den Propellerpilz. Nein, man hat ja auch verschiedene Moves drauf. Wie man eben zum Beispiel im allerersten Mario keine Drehbewegung machen kann. Oder kein Spin-Jump. Das muss man auch immer berücksichtigen, was man für Fähigkeiten hat. Deswegen werde ich nicht nur natürlich im Super Mario Bros. Stil machen. Aber ich finde den halt einfach viel, viel am schönsten. Ich bin nicht so der Retro-Typ. Was wahrscheinlich auch daran liegen mag, dass diese ganzen Spiele einfach vor meiner Zeit sind. Ja, ich muss das so offen sagen. Das war einfach noch nicht so die Zeit. Oh. Oh, jetzt bringe ich mich gerade in serious danger. Okay. Das war einfach noch nicht so die Zeit für mich, wo ich Videospiele gespielt habe. Vom Alter her hätte ich schon machen können. Aber einfach. Ich weiß auch nicht, so wegen. Wegen. Ich weiß auch nicht. Wow. Das war gerade irgendwie so. Reflex. Bumm. Einfach so wegen. Ja, ich hatte damals noch nicht so viel Bock auf Videospiele. Das war's, glaube ich. Einfach noch so, ich hätte es machen können. Aber damals hatte ich einfach noch nicht so viel Lust auf Videospiele und deswegen habe ich es halt auch einfach nicht gemacht. Mittlerweile habe ich das. Oh, da sind Piranhas. Oh, jetzt wird's mies. Jetzt wird's echt mies. Aber okay, oh, die Stelle hier finde ich auch ganz witzig. Das ist immer so ein bisschen, man kann hier nochmal sterben, draufgehen, aber wenn man Glück hat, wäre sogar fast knapp geworden, ne? Wenn man nochmal Glück hat, dann kommt man hier nochmal rauf. Und erwischt die Fahnenstange ganz oben, was ja hier leider nichts bringt. Genauso wenig, wie es etwas bringt, Ups zu sammeln oder generell Münzen. Das finde ich ein bisschen schade. So, das nächste Level heißt The Better Way. Und das ist, ich finde, ziemlich, ich mag das Level. Ich weiß auch nicht, aber ich mag das Level. Ich zeige euch gleich, warum. Am Anfang geht es hier noch relativ simpel los mit so, keine Ahnung, hier so Plattform halt. Aber dann kann man sich schon das erste Mal entscheiden. Und zwar entweder man geht hier so klein durch, hat dann aber einen Nachteil, weil man hier dann so an so Stachis vorbei muss. Und das ist, wenn man klein ist, ja immer so eine Sache. Man kann sich hier allerdings auch den Propellerpilz holen. Dann passt man allerdings hier nicht mehr durch. Muss quasi den oberen Weg nehmen, stellt aber mit Erschrecken fest, dass es hier oben nicht weitergeht, weil hier zwei Koopas sind. Und deswegen muss man sich hier zweimal treffen lassen, um hier durchzupassen. Und dort oben zeigt ein Pfeil schon drauf, ist das, wofür man das eigentlich gemacht hat. Ja, also man hat ganz kurzzeitig wie auch immer das Ding heißt, den Propeller. Kann den allerdings nicht behalten und kann dann hier ganz easy mit der Feuerblume die Gegner wegmachen. Ist halt schneller so. Zumindest an der Stelle ist es schneller. Hier gibt es einen Stern, mit dem man die Gegner wegmachen kann. Ist halt alles noch, sind noch die ersten Level, ne? Deswegen ist das noch nicht so krass schwer. Ne? Dadurch, dass ich die Level schon kenne, wird mein Anspruch ja eh mehr so sein, die Level schwierig zu gestalten. Also möglichst schwierig. Möglichst viele Skill-Aufgaben, weil ich meine, ich kann es ja schlecht irgendwie so machen, dass ich es nicht kenne, denn ich kenne es ja. Und soweit ich weiß, kann man Super Mario Maker auch erstmal
keinen Zufallsgenerator einbauen. Wir können ja mal noch probieren, ob wir ein abbekommen. Jo. Aber ich jetzt hier... Oh. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Aber wie schon gesagt, es gibt ja eh keine Ups. Die ersten paar Parts oder die ersten zwei, drei Parts werden vielleicht auch noch ein bisschen kurz, weil ich das eben auch gerne so machen würde, dass es mit der Schwierigkeit so ansteigend ist. Aber ich denke mal so spätestens ab dem dritten Part wird es dann schon spannender. Im nächsten Part wird es eigentlich auch schon ziemlich cool. Also ich habe auch schon die ersten beiden Level für die nächste Welt designt. Ich mache nämlich immer pro Part eine Welt. Das sind ja eh nur 4 Level. Und ja. Naja, also so ganz zum eigenen Mario-Spiel erstellen eignet es sich nicht. Man kann zwar eigene Level erstellen, aber so komplett Mario-Spiel, das ist einfach wegen den Star-Coins und den fehlenden Itemhäusern und den fehlenden Item-Inventaren. Das sollten sie mal noch so einen Modus machen, dass du echt, wenn du drauf aus bist, so ein Spiel zu machen, dass du dann deine Items, deine Power-Ups und alles behältst. So, das nächste Level heißt Jump, ist im Untergrund. Ja, aber generell, man hat es ja schon lesen können, dass vielleicht ein Musikeditor kommt. Also so ganz endgültig hier scheint das eh noch nicht zu sein alles. Ist ja sogar schon die Version 1.0.1 draußen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. So, das Trampolin brauchen wir nicht. Hier gibt es einen Propellerpilz und wer zu blöd ist, den zu kriegen, weil die fliegen ja noch eine Weile irgendwann weg. Gibt es hier einen normalen Pilz noch. Und ja, so dann hier oben, das ist eigentlich ganz fies. Da denkt man zuerst so, ja, so kommt man hoch, aber das... Leider nur ein blöder Stachy drinne. Man könnte natürlich auch ganz einfach hoch liegen, ne? Aber okay. Ach stimmt, und ich mache es natürlich auch immer so, dass ich meistens die Elemente benutze, die ich freigeschaltet habe, so zu der Zeit in etwa. Einfach um nicht sofort alle Elemente zu nehmen, oh. Sondern um da noch ein bisschen Variation reinzubringen und spätere, vielleicht aufregendere Elemente hier für später aufzuheben. So, hier gibt es Münzen und ziemlich viele Kugelwillis. Oh, oh, oh! Ich habe schon fast gedacht, jetzt geht's in den Abgrund. Aber zum Glück noch nicht. Okay, dann kommt jetzt quasi das finale Level von Welt 1. Es heißt Castle Rock. So hieß doch auch mal das eine Musiklevel von Rayman Legends, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Aber da in einem anderen Zusammenhang. Hier halt einfach wegen Stein. Und dort halt einfach wegen Rock im Sinne von Heavy Metal Rock Zeug. So, da oben gibt's was ganz, ganz Tolles. Scheiß drauf, einfach hoch. Oh, oh. So, und damit kann man die Hammer Bros leichter killen. Und da habe ich dann, wie man vielleicht sehen kann, diese Feuerbälle bekommen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Feuerbälle. Die sind auch gar nicht mal so einfach, vor allem zu überqueren. Vor allem, wenn die so asymmetrisch sind, denn dann haben die nicht die gleiche Geschwindigkeit. Also das finde ich gar nicht mal so ultra einfach, die zu überwinden. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt für die einzelnen Level, auch gerne in die Kommentare. Also das hier sind jetzt nicht meine endgültigen Level so. Deswegen ist es ja so ein Bastelding, dass man immer noch weiter dran basteln kann. Und auch gerne, wenn ihr eigene Level erstellt habt, also wenn ihr das Spiel selber besitzt und die cool findet, dann schreibt mir gerne diesen Code in die Kommentare. Hier gibt es noch eine Feuerblume. Dann zocke ich die vielleicht mal, also auf jeden Fall offscreen halt, vielleicht zocke ich sie auch mal in einem Bonus-Part. Mal gucken. Also wenn ihr coole Level habt, dann könnt ihr sie gerne schreiben. Aber wie ihr wollt, ne? Ich mach da jetzt kein, schreibt mir eure Level, ich spiele eure Level, let's play, sondern das wird echt nur so ein bisschen mein Super Mario. New Super Mario Bros. U In-Class Edition halt, ne? So, hier gibt es ja nochmal so eine richtige... Oh Gott, ich weiß auch nicht, wie die Dinge heißen, so... Warte, Rocky? Ja, irgendwie so. Ich will mich jetzt auch nicht blamieren. Hier schmeißt jetzt von oben nochmal Bowser Jr. Feuerbälle. Und es kommen ein paar Koopa... Goomba-Truppen.
Ich habe jetzt halt im allerersten Castle erstmal noch keinen Boss hingetan, denn der steht einem eigentlich zu dem Zeitpunkt schon zur Verfügung. Aber ich habe jetzt halt einfach mal gedacht, belässt es mal bei Bowser Jr., der da oben lustig seine Feuerbälle hin und her spuckt. Und ab dem zweiten Castle gibt es dann einen Bowser-Fight. Das ist auch schade, dass es nur Bowser als Boss gibt. Weder Zwischenbosse noch andere Endbosse wie die Cooperlinge. Das ist schon schade, aber wie schon gesagt, ich hoffe einfach mal, es kommt nicht nur neue Modi und so, sondern auch neuer Content zum Bauen per kostenlosen DLC nach. Oder wenn es halt echt so extra Content, ich beende übrigens mal das Level, wenn es halt echt extra Content ist, den es noch nie in einem Spiel gab, wie ein komplett neues Item, dann halt meine Dinge auch kostenpflichtig. Aber wenn es das schon mal in einem New Super Mario Bros. Gab, dann, oder einem Mario Bros., dann finde ich es eigentlich kacke, wenn man das dann dafür Geld bezahlen muss. Ja, dann haben wir die erste Welt geschafft. In der zweiten Welt geht es dann weiter. Die habe ich auch schon so ein bisschen angefangen. Hier sieht man auch das erste Level, also 2-1. Ist nicht mehr ganz New Super Mario Bros. U, das ist Mario Bros. 3. Eben auch einfach, weil es da spezielle Items gibt, die es nur dort gibt. Und deswegen, naja. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Gerne eure Level in die Kommentare und gerne eure Meinung zu diesem mein eigenes Mario-Spiel-Ding auch in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Part, wenn es an Welt 2 geht. Tschüss!